Es ist ein Gerücht, aber ein Gerücht mit durchschlagender Wirkung. Angeblich sei China bereit, einen teilweise Deal mit den USA einzugehen. Der DAX macht daraufhin einen kräftigen Satz, klettert in der Spitze auf über 12.100 Punkte. Und damit sind es heute vom Tief bis ins Hoch fast 200 Punkte. Ja, er macht diesen Sprung, obwohl man weder weiß, woher dieses Gerücht kommt, noch eine leiseste Ahnung davon hat, was dieses teilweise eigentlich genau bedeutet. Und derweil eskaliert die Lage in Syrien. Die Türkei ist heute Mittag tatsächlich einmarschiert, hat ihre Offensive gestartet in Nordsyrien. Und das sehr zum Missfallen und gegen die Drohung der USA. Trump hatte ja für diesen Fall gedroht, der türkischen Wirtschaft schweren Schaden zuzufügen. Die türkische Lira taumelt heute. Die Derivateanleger in Stuttgart haben heute wie folgt gehandelt. Da waren es gleich drei Empfehlungen, die hier die Derivateanleger bei Laune gehalten haben. Zum einen ein Call auf Cancom. Richtig, dieses Thema hatten wir gestern schon. Anleger sagen wohl, ja, wenn diese Empfehlung gestern gegolten hat, dann gilt sie heute nach wie vor. Gleiches Spiel auch bei Nike. Auch hier wird ein Call verstärkt nachgefragt und neu hinzugekommen, ebenfalls nach einer Empfehlung, ein Call auf Roche. Schauen wir noch auf die wichtigsten Termine für morgen, für den Donnerstag. Zunächst der Blick in Richtung Japan, die Maschinenaufträge, die sogenannte Kernrate. Dann geht es nach Deutschland mit den Exporten des ehemaligen Exportweltmeisters. Bevor wir dann Richtung USA schauen, einmal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann noch einmal die Verbraucherpreise. Zahlen gibt es, zweimal USA, zweimal Deutschland, Delta Airlines und Diebold Nixdorf. Und aus Deutschland eben Südzucker und Gerresheimer. Und nicht vergessen, wenn wir über Termine sprechen, heute Abend 20 Uhr die sogenannten Fed Minutes, also das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung der Amerikaner. Handeln hier in Stuttgart können Sie bis 22 Uhr.